doing a business advisory for Hong Kong. I was wondering if you can explain why you think that is necessary. And then secondly, on your Build Back Better agenda, have you spoken to Senators Manchin and Sinema about the $3.5 trillion framework? And are you confident that they'll be on board at that level? And if they demand that you lose some components, will you be able to keep progressives on board? Und nun zu Ihnen, Frau Kanzlerin. China war natürlich auch auf der Agenda. Ich wollte Sie fragen, ob Sie das Gefühl haben, dass nach Ihrem Gespräch Präsident Biden besser versteht, Ihre Gesichtspunkte besser versteht bezüglich China, oder ob die Lage noch angespannt ist bezüglich sogenannter Entkopplung. Und zweitens, ob Sie denken, dass die USA genug dazu beigetragen hat, die Welt zu impfen, oder ob Sie denken, dass es angebracht ist, dass hier in den USA nun Kinder unter 12 Jahren geimpft werden, während Erwachsene in anderen Ländern noch auf ihre erste Dose warten. That's all. I thought I said we'd take two questions, but I guess that translator would take two questions or more from each person called on. Let me talk about the business advisory. The situation in Hong Kong has deteriorated, and the Chinese government is not keeping its commitment that it made how it would deal with Hong Kong. And so it is more of an advisory as to what may happen on Hong Kong. It's as simple as that and as complicated as that. With regard to am I confident, I'm supremely confident that everything's going to work out perfectly in terms. Look, I understand why the press and among others is skeptical that I can actually get this deal done on infrastructure and on human infrastructure. And I've watched and listened in the press, declared my initiative dead at least 10 times so far. I don't think it's dead. I think it's still alive. I still have confidence we're going to be able to get what I proposed and what I've agreed to in the bipartisan agreement on infrastructure. We've each committed, I trust the members of the Republican senators who have made the commitments relative to how we should proceed and what would be included in the package for infrastructure. And they're men and women of honor, and I expect they would keep their commitment. With regard to the further issue of what's going on and what will confuse the listening audience, but reconciliation, that is the mechanism by which you have to get every single Democrat to agree to proceed on matters like what I announced today. Today, I don't know whether you have any children. It's none of my business whether you do, but if you do, you're going to get, if you're making less than $150,000, you're going to get a significant stipend that is a tax cut. If you have a child under the age of 7 years old, you're going to get in your bank account today, you're going to get a payment of 12 months divided, $3,600, $3,700 for that child divided by 12 every month, just like a Social Security check. It's expected to reduce child poverty by over 40%. And it could be a significant, significant game changer. We have mechanisms to pay for both these mechanisms. And there may be some last minute discussion as to what mechanism is used to pay for each of these items, both the infrastructure package and the human infrastructure package. But I believe we will get it done. Thank you. Wir haben über China gesprochen und es gibt dort ein großes gemeinsames Verständnis, dass erstens China in vielen Bereichen Wettbewerber ist, dass der Handel mit China darauf beruhen muss, dass wir einen Level Playing Field haben, das heißt also, dass die Standards gleich sind. Das war im Übrigen ein großer Verhandlungspunkt auch in dem EU-China-Investitionsabkommen, dass zum Beispiel auch China Kernarbeitsnormen einhält im Zusammenhang mit der Internationalen Arbeitsorganisation. Wir
sind uns gewiss, dass wir, oder wir sind davon überzeugt, dass wir versuchen sollten, in möglichst vielen Bereichen die technologische Führerschaft für unsere Länder zu haben. Das ist legitim, dass China das für sich auch möchte. Aber wir werden darum arbeiten. Wir haben am Beispiel der Chips darüber gesprochen. Ich glaube, dass dieser Chip Act, den Präsident Biden auf den Weg gebracht hat, eine ganz fundamentale, wichtige Weichenstellung ist. Das ist dann die Frage, wie können wir Handel und Wandel, sagen wir mal, Handel führen miteinander in einer Zeit der Digitalisierung, wo natürlich die Sicherheitsfragen nochmal eine ganz andere Bedeutung haben. Und darüber sollten wir uns austauschen, darüber sollten wir sprechen. Wir wollen darüber reden, wie auch die Normen im Internet sozusagen gemeinsam vereinbart werden können. Also ich glaube, gerade im Bereich des Verhältnisses zu China sollten wir uns viel koordinieren, und wir koordinieren uns auch innerhalb der Europäischen Union. Und manchmal gibt es dann natürlich auch Interessen, wo amerikanische Unternehmen wieder mit europäischen Unternehmen im Wettbewerb stehen. Auch da müssen wir das so zur Kenntnis nehmen. Aber ich glaube, dass die Grundlagen des Umgangs mit China doch auf den gemeinsamen Werten einfach fußen, die unsere Länder auszeichnen. Zweitens zum Impfen. Wir sind uns einig, dass die Pandemie nur bekämpft werden kann, wenn jeder Mensch geimpft ist. Und auch wir haben in Europa zwar exportiert, die europäische Produktion, aber natürlich auch alles daran gesetzt, unsere Bevölkerung zuerst zu impfen. Das führt zu kritischen Diskussionen mit Ländern, die heute noch keinen Impfstoff haben. Umso mehr tun wir alles, indem wir COVAX unterstützen, viel Geld auch dort hineinstecken, unsere Firmen ermutigen, die Kapazitäten zu erhöhen, die Produktionsmengen aufzubauen. Wir werden in Afrika zum Beispiel mit dafür sorgen, dass auch Menschen ausgebildet werden, dass dort vor Ort Produktion stattfinden kann. Also das werden wir tun, aber es ist de facto so, dass es da eine Ungleichheit gibt, an deren Überwindung wir aber mit aller Kraft arbeiten, und zwar sehr gemeinsam. So, jetzt muss ich noch Frau Schäuble, rufe ich gerne noch, das ist mir nicht gewöhnt, Frau Schäuble vom Tagesspiegel auf. Dankeschön. My questions will be very short and one for each of you. Mr. President, my first question touches an issue that worries a lot of people in the US and in Germany. Can you explain to us why there still is a travel ban for people coming from Germany or other states of the European Union, while people from Turkey, where the number of new cases are 7 times as high, can come? You have repeatedly said that you're following scientific data. What is the main argument for not lifting that travel ban for the Schengen region? And Chancellor Merkel, Sie haben mit den Unternehmen gesprochen. Sie haben die Beschwerden gehört, die Sorgen. Manche haben angedroht, dass sie Geschäft wegverlagern von den USA. Was war Ihr Hauptargument heute, um für eine Aufhebung des Travel Bans zu werben? Und haben Sie das Gefühl, Sie sind damit durchgekommen? We brought in the head of our COVID team, because the Chancellor brought that subject up. It's in the process of how soon we can lift the ban. It's in process now, and I'll be able to answer that question to you within the next several days, what is likely to happen. I'm waiting to hear from our folks in our COVID team as to when that should be done. And the Chancellor did raise it. Ich habe das Thema angesprochen. Ich habe die gleiche Antwort bekommen, die der Präsident Ihnen jetzt gegeben hat. Das wird eben auch von dem COVID-Team bewertet. Wir haben uns darüber ausgetauscht, dass in beiden Gebieten die Delta-Variante jetzt sehr an Dominanz zugenommen hat und uns natürlich nochmal vor neue Herausforderungen stellt. Und haben auch darüber gesprochen, dass so eine Entscheidung natürlich möglichst nachhaltig sein sollte. Also es ist auch nichts für ein paar Tage etwas zu entscheiden und dann die Entscheidung wieder zurückzunehmen. Deshalb vertraue ich mal auf das amerikanische COVID-Team. Chancellor, as you know from having been here many times, we don't leave right now.